Die vier Tiroler Musiker Dawn of Dreams widmen sich seit 1995 in ihrer Musik dem exzessiven Ausdruck von Gefühlen. Gitarristin Alhoun fasziniert beim Gothic Metal die Verbindung scheinbar widersprüchlicher Elemente. Ja, Gothic Metal in dem Fall muss man dazu sagen, es gibt ja verschiedene Sorten von Gothic. Es ist eine Mischung zwischen Melancholie und schönen Melodien und aber auch inhaltlicher Melancholie, muss man dazu sagen. Auf der anderen Seite aber auch die Härte vom Metal, die dazu kommt, das gefällt mir persönlich sehr gut. Wie es scheint, eine Frau an der Gitarre ist in diesen düsteren Gefilden immer noch unüblich. Es gibt Wände und Sängerinnen, die seinen eher schön anzusehen, also sehr schön hergerichtet, aufreizende Kleidung und so weiter. Die hören dann halt leider aus dem Publikum auch ausziehen als Kommentar. Und ich glaube, das kann man vermeiden, wenn man Instrument spielt und eben nicht so im Mittelpunkt steht und halt sich ganz normal aufführt, wie die Männer auch. Nach der Veröffentlichung einiger Alben und einem Plattenvertrag beim Londoner Kultlabel Candlelight Records wünschen sich Dawn of Dreams nun auch österreichweit größere Bekanntheit. Wir haben ja schon zwei Plattenverträge gehabt, einfach einen neuen, vielleicht diesmal anzukriegen, wo mehr Geld dahinter steckt, wo Werbung gemacht wird und so, dass man vielleicht ein bisschen mehr Bekanntheit kriegen kann.